Hallo liebe Freunde, heute werde ich euch erklären, wie Sie zwei oder mehr Router an dieselbe Netzwerk anschließen, wie Sie damit das Signal Ihres Wi-Fi-Netzwerks verstärken oder einen anderen Zugangspunkt innerhalb des Netzwerks erstellen. Beachten wir zwei Methoden, die Verbindung von Routen über Kabel oder WLAN. So fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Oft reicht ein Router einfach nicht aus, in dem Sinne, dass der erforderliche Abdeckungsradius eines Wi-Fi-Netzwerks nicht bereitgestellt werden kann. In einigen Zimmern oder Räumen ist einfach kein WLAN-Signal vorhanden oder es sind nicht genügend Anschlüsse zum Anschließen von Netzwerkgeräten vorhanden. Ich denke, das ist jedem bekannt, der ein Wi-Fi-Netzwerk in einem großen Haus, einer Wohnung oder einem Büro mit mehreren Räumen erstellt hat. In dieser Situation müssen Sie natürlich zusätzliche Geräte installieren und das Netzwerk irgendwie erweitern. Dies ist nicht schwer zu tun. Es gibt mehrere Optionen, die wir prüfen werden. Der erste ist die Verbindung von zwei oder mehr Routern über ein Kabel. Es ist notwendig, ein Netzwerkkabel von einem Router zum anderen zu verlegen. Dies ist nicht immer bequem. Dies ist jedoch der zuverlässige und stabile Weg. Wenn Sie ein stabiles Netzwerk mit guter Geschwindigkeit und für eine große Anzahl von Geräten benötigen, verbinden Sie die Router am besten mit einem Kabel. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Router drahtlos über WLAN zu verbinden. In diesem Fall wird die Verbindung im Bridge-Modus WDS, im Client-Modus oder im Repeater-Modus verwendet. In der Tat ist dies ein und dasselbe. Nur bei Routern verschiedener Hersteller werden diese Einstellungen unterschiedlich vorgenommen. Wir haben also den Hauptrouter, mit dem das Internet verbunden ist und der das Wi-Fi-Netzwerk verteilt. Wir müssen einen anderen Router installieren, zum Beispiel in einem anderen Raum oder auf einer anderen Etage. Dieser zweite Router stärkt irgendwie das Wi-Fi-Netzwerk des Hauptrouters und dient dazu, ein Netzwerk in entfernten Räumen zu erweitern. Wir können den zweiten Router über Kabel oder WLAN mit dem ersten verbinden. Schauen wir uns nun beide Verbindungsmethoden genauer an. Am häufigsten stellen Router eine Verbindung über WLAN her. Dies ist verständlich, da Sie das Kabel nicht verlegen müssen. Mein TP-Link TL-WR841N fungiert als Hauptrouter. Es gibt ein Wi-Fi-Netzwerk namens Hetman Software aus. Bitte beachten Sie, dass der Router, mit dem wir uns im Bridge-Modus verbinden, konfiguriert sein muss. Das heißt, das Internet sollte funktionieren, es sollte ein Wi-Fi-Netzwerk geben. Wie Sie solche Einstellungen vornehmen, erfahren Sie in einem separaten, detaillierten Video. Sie können sich über den in der Beschreibung angegebenen Link damit vertraut machen. Bevor Sie mit dem Einrichten des zweiten Routers fortfahren, müssen Sie den statistischen Kanal für das drahtlose Netzwerk in den drahtlosen Einstellungen des Hauptrouters einstellen, nicht automatisch. Wenn Sie beispielsweise auch TP-Link als Hauptrouter haben, können Sie den Kanal in den Einstellungen auf der Registerkarte Wireless oder im Wireless-Modus ändern. Geben Sie im Feld Kanal einen statischen Kanal an, zum Beispiel 1 oder 9, beliebig, und speichern Sie die Einstellungen. Statistischer Kanal installiert. Sie können die Einstellungen des Hauptrouters verlassen. Ein kleiner Witz, liebe Freunde. Du hast drei Kinder und sie benehmen sich so gut. Das liegt daran, dass es vorher vier von ihnen gab. Wir gehen weiter mit der Konfiguration des Routers, der in unserem Bridge-Modus WDS konfiguriert wird. Ich habe dieses Modell TP-Link Archer C20. Gehen Sie zu den Einstellungen des Routers. Zunächst müssen Sie die IP-Adresse unseres zweiten Routers ändern. Dies ist notwendig, damit das Netzwerk nicht zwei Geräte mit denselben IP hat.
Wenn die Haupt-IP-Adresse beispielsweise 102.168.0.1 und die zweite 102.168.0.1 lautet, tritt ein Adressenkonflikt auf. Klicken Sie auf die Registerkartennetzwerk LAN, ersetzen Sie im Feld IP-Adresse beispielsweise die letzte Ziffer von 1 bis 2 oder wie in meinem Fall von 192.168.1.1 bis 192.168.0.2. Speichern Sie Ihre Einstellungen. Warum so? Sie müssen wissen, mit welcher IP-Adresse der Hauptrouter verbunden werden soll. Wenn es 192.168.1.1 hat, ernten Sie auf dem Router, den wir über WDS verbinden möchten, die Adresse in 192.168.1.2. Und wenn die Hauptadresse 192.168.0.1 lautet, wird die zweite auf 192.168.0.2 gesetzt. Es ist wichtig, dass Sie sich im selben Netz befinden. Kehren Sie zu den Einstellungen zurück, nur die IP-Adresse ist anders. 192.168.0.2. Was wir oben angegeben haben. Wechseln Sie zur Registerkarte Drahtlos Grundeinstellungen. Im Feld Namen des drahtlosen Netzwerks können Sie den Namen des zweiten drahtlosen Netzwerks angeben. Vergewissern Sie sich, dass im Feld Channel Kanal der selbe Kanal angegeben ist, der in den Einstellungen des Hauptrouters festgelegt wurde. Ich habe es, ist der 9. Kanal. Aktivieren Sie als nächstes das Kontrollkästchen neben WDS aktivieren und klicken Sie auf die Suchschaltfläche. Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Netzwerk aus, von dem der Router das Internet empfangen soll. Klicken Sie neben dem gewünschten Netzwerk auf den Link Verbinden. Wir müssen nur das Passwort für dieses Hauptnetzwerk in das Feld Passwort eingeben. Geben Sie es ein und klicken Sie zum Speichern auf die Schaltfläche Speichern. Gehen Sie nach dem Neustart erneut zu den Einstellungen des zweiten Routers und direkt auf dem Hauptbildschirm Registerkarte Status finden Sie Informationen im Abschnitt Wireless Modus. Im Gegenteil, WDS Status sollte aktiviert lauten. Dies bedeutet, dass unser zweiter Router bereits mit dem Hauptrouter verbunden ist und ich muss das Internet über WLAN verbinden. Das Internet funktioniert ja doch nur über WLAN und wenn eine Verbindung zu einem Router, der sich in WDS-Modus befindet, über Kabel besteht, funktioniert das Internet nicht. Um diese Funktion korrekt zu konfigurieren, muss der DHCP-Server auf dem Router, auf dem die WDS-Bridge konfiguriert ist, getrennt werden. In meinem Fall der zweite. Es ist auch erforderlich, dass sich die lokale IP-Adresse im selben Subnetz befindet wie der ursprüngliche Router. Rufen Sie daher das DHCP-Menü des zweiten Routers auf und deaktivieren Sie diese Funktion. Damit ist die Verbindung der beiden Router über WLAN hergestellt. Wählen Sie den richtigen Ort, um den zweiten Router so zu installieren, dass es sich in Reichweite des Hauptrouters befindet. Stellen Sie den gewünschten WLAN-Namen und das Passwort ein. Wie das geht, haben wir bereits ausführlich in dem Video über das Einrichten eines LAN-Router-Modus beschrieben, auf den ich in der Beschreibung verweisen werde. Wie erstelle ich ein Netzwerk von mehreren Routern, die per Kabel verbunden sind? Es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Router im selben Netzwerk mit einem Netzwerkkabel zu verbinden. Das sind folgende. Die sogenannte LAN-LAN-Verbindung, das heißt, Sie erstellen ein Netzwerk aus mehreren Routern, indem Sie deren LAN-Ports mit einem Netzwerkkabel verbinden. Und LAN-WAN-Verbindung, das heißt die Schaffung eines Netzwerks aus mehreren Routern durch Verbindung des LAN-Ports des Hauptrouters mit dem LAN-Kabel, mit dem WAN-Internet-Port des zweiten, mit dem Hauptrouter verbunden. Schauen wir uns genauer an. Bei einer LAN-LAN-Verbindung nehmen wir zwei Router und bestimmen selber, welcher von ihnen der erste sein wird. In der Regel sind dies der Router, zu dem das Kabel mit dem Internet vom Provider kommt. Wir verbinden die LAN-Ports des Hauptrouters mit einem zusätzlichen LAN-Kabel.
Wir gehen davon aus, dass der erste Router bereits über eine konfigurierte Internetverbindung verfügt. Überspringen Sie diesen Schritt. Wenn das Internet nicht verfügbar ist, finden Sie in unserem Video die Grundeinstellungen eines LAN-Routers. Stellen Sie eine Verbindung zum ersten Gerät her und prüfen Sie, ob der DHCP-Server drauf aktiviert ist. Standardmäßig ist er normalerweise aktiviert. Gehen Sie dazu zu den Einstellungen DHCP-Menü DHCP-Einstellungen. Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Server deaktiviert ist. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern. Dann sind wir mit dem zweiten Gerät verbunden. Schalten Sie den DHCP-Server aus. Da wir alle Adressen vom ersten Router erhalten, gehen Sie dazu zu den Einstellungen Menü DHCP DHCP-Einstellungen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Server aktiviert ist. Ändern Sie im Bereich Netzwerk LAN die IP-Adresse so, dass sie nicht mit dem ersten Router übereinstimmt, zum Beispiel bei 192.168.0.2. Seit dem ersten 192.168.0.1 speichern. Nach dem Neustart des zweiten Routers sollte dieser mit dem ersten im Netzwerk funktionieren. Empfangen Sie das Internet von dort und arbeiten Sie als drahtloser Zugangspunkt. Die zweite Möglichkeit, zwei Router über ein Netzwerkkabel mit demselben Netzwerk zu verbinden. Bei einer LAN-WAN-Verbindung verbinden wir den LAN-Port des Hauptrouters mit dem LAN-Kabel und den WAN-Internet-Port des zweiten. Stellen Sie eine Verbindung zum ersten Gerät her und prüfen Sie, ob der DHCP-Server drauf aktiviert ist. Standardmäßig ist es normalerweise aktiviert. Gehen Sie dazu zu den Einstellungen DHCP-Menü DHCP-Einstellungen. Aktivieren Sie diese Option, wenn der DHCP-Server deaktiviert ist. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern. Dann sind wir mit dem zweiten Gerät verbunden. Stellen Sie auf dem zweiten Gerät im Bereich Netzwerk WAN den Verbindungstyp auf dynamische IP-Adresse ein. Änderungen speichern. Lassen Sie im Abschnitt DHCP den DHCP-Server aktiviert. Wenn LAN-Ports am Slave-Router aktiviert sind, stellen Sie außerdem sicher, dass deren IP-Adresse nicht mit den Adressen des Masters in Konflikt stehen. Das heißt, wenn Sie auf dem Hauptrouter einen Bereich von 102.168.0.100 bis 199 vorlegt, ist es auf dem Slave besser. 102.168.1.100 bis 192.168.1.199 festzulegen. Dies ist jedoch im Hauptsubnetz obligatorisch. Speichern. Danach kann auf jedem Router ein separater Zugangspunkt gestartet werden, wenn alles richtig gemacht wurde. Sind beide Router mit dem Internet verbunden, befinden sich im selben Netzwerk und haben Zugriff auf Netzwerkgeräte. Dies waren alle Möglichkeiten, um mehrere Router an demselben Netzwerk anzuschließen, verkabelt oder kabellos. Wenn Sie beim Einrichten der Verbindung mehrerer Router mit demselben Netzwerk Fragen haben, können Sie diese in den Kommentaren stellen. Daumen hoch und abonnieren Sie den Hetman Software Kanal. Wenn das Video nützlich war, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.